Was geht, meine lieben Leute? Im letzten Part haben wir diese lästigen Mondfische erlegt. Und jetzt müssten wir schon ready sein, weil das Basislager fertig ist, endlich mit den Quests zu starten. Nur hier mal die unnötigen Sachen ablegen, die wir nicht in Quests benötigen. Das könnte vielleicht... Das könnte man gebrauchen. Das könnte man alles gebrauchen. Gut. Genau. Wir haben die Mondfische erlegt. Und hat der Junior noch was zu sagen? Du schwimmst schon wie ein Fisch. Ja, ja, ja. Rohstoffinfo. Jagdbericht. Jo, in Rohstoffe umwandeln. Okay, und das schicken wir jetzt mal an die Objektbox. Und jetzt reden wir mit der Questfrau. Hey, mein Lieblingsjäger. Oh, danke. Rate mal, wer sich bei mir gemeldet hat. Deine Mutter? Ja, ich habe endlich was von der Jägergilde gehört. Hurra, wo habe ich denn das Papier? Aha, hier ist es. Alter, will die jetzt einen durchziehen oder was? Deine allererste Quest. Ach so. Wenn du die erfüllst, gehen deine Fähigkeiten und dein Ruf absolut durch die Decke. Theoretisch jedenfalls. Die einzige Quest, die ich bisher für dich habe, ist das Sammeln einiger Pilze. Hm, ob die, meinst du etwa, trauen die uns gar nichts zu? Ach, was soll das motzen? Zeigen wir ihnen einfach, dass wir die Arbeit gut machen. Und mit wir meine ich dich. Wenn du auf einer Gildenquest bist, kommst du nicht wie üblich ins Dorf. Du musst zum Basislager zurückkehren. Außerdem darfst du nicht mehr in dein Haus, sobald du eine Quest hast. Dazu muss ich die Quest erst abbrechen. Alles kapiert? Dann trage ich für dich die Quest ein und mach dich über die Brücke da links auf den Weg. Gut, Stufe 1 Quest. Woo, Pilzernte. Yeah. Was müssen wir denn machen? 3 einmalige Pilze. Das ist doch schnell gemacht. Ja. Und natürlich habe ich ihr nicht zugehört, denn wir müssen ja hier lang. Nein, hier ist die Farm. Wir müssen natürlich hier lang. Nein, hier auch nicht. Wir müssen selbstverständlich hier lang. Nein, müssen wir auch nicht. Wir müssen selbstverständlich... Okay, nein, das mache ich nicht. Wir müssen natürlich hier lang. Und, ja. Wir sollten jetzt als erstes mal im Basislager... Yo, da ist es. Sieht das nicht schick aus? Aber das haben wir ja schon im letzten Part gesehen. Als wir uns auf den Weg zu den Mondfischen gemacht haben. Gut. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe im Dorfmogger die Expertin für Quests. Da das Lager jetzt wieder ein Schuss ist, spricht doch nichts gegen den Beruf des Jägers. Der ist absolut krisensicher. Dieses Lager ist sowohl der Beginn als auch das Ende deiner Quests. Also, dieses Lager ist mit 3 Dingen ausgestattet, die bei den Quests helfen. Du fragst dich, was das sein könnte? Klar, frag ruhig, bitte. Ich sag nur, die rote Box, die blaue Box, das Bett. Ja, 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 ja. Wir wissen, was das alles bedeutet. 50 Minuten. Du hast sie gefunden. Ja, ich weiß, was da drin ist. Diese 50 Minuten erinnern mich an was. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Livestream erzählt, die Geschichte. Ich habe damals mit MHF 1 angefangen. Ja, ja, ja. Da hat sie mich jetzt auch schon wieder dran erinnert. Ich habe halt mit MHF 1 angefangen und musste eine Tatzenpass-Quest machen. Und ich habe nicht gecheckt, wo dieser scheiß Tatzenpass ist. Also habe ich extra 50 Minuten gewartet, bis die scheiß Quest zu Ende war. Dann habe ich so 17 Z bekommen und ich so, geil. Und so soll man jetzt Geld sammeln oder was? Dann wusste ich natürlich auch nicht, dass es ein... Ja. Dann wusste ich natürlich auch nicht, dass es ein Dorfoper gibt. Was habe ich dann gemacht? Bin in die Gilde rein mit meinem Jägerdolch und habe einen Rathalos gekloppt. Natürlich nicht geschafft. Direkt verreckt. Ich gehe so in die Zone, sehe so einen Rathalos. Ich so, Alter, was ist das denn? Wo hier hinten irgendwie drauf nur der Jan Kutku war oder so. Und ja, das waren so meine schönen Erlebnisse. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so bis jetzt für Erlebnisse hattet mit irgendwelchen Monstern oder in der Anfangszeit von MHF. Was ist euch da so passiert? Und natürlich haben die Penner es nicht so gemacht, dass man 3
einmalig Pilze in einer Zone findet. Vielleicht haben es auch welche geschafft. Aber deswegen muss ich jetzt nochmal in die nächste Zone. Was soll's. Teleporter wäre jetzt auch nicht schlecht, weil mich gammelt es immer an, den Weg da zurückgehen zu müssen. So. Sind hier noch irgendwo Pilzchen? Nein, ich glaube nicht. Deswegen gehen wir in die Zone. Pilze. So wie ich mich kenne, bin ich natürlich wieder komplett blind und sehe sie nicht. So, by the way, habt ihr geschrieben, ich soll eher so mit Doppelklingen und Kurzschwert kämpfen. Habe ich richtig Bock drauf, werde ich auch machen. Ich lese mir aber nochmal genau durch, was ihr geschrieben habt. Ich werde vielleicht auch noch eine Umfrage machen, wo ihr denn so ankreuzen könnt. Das auf jeden Fall, weil ich mich jetzt nach euch richten möchte. Ich möchte, dass ihr entscheidet, mit welchen Waffen ich kämpfe und damit ich auch besser werde. Ich habe halt richtig, richtig Bock auf Kurzschwert und die Doppelklingen. Habe ich richtig Bock, mit denen zu kämpfen. Und Bogen habe ich auch Bock. Auf was habe ich noch Bock? Sonst was eigentlich? Also das sind also die drei Sachen, auf die ich halt richtig, richtig Bock habe. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass mit Hammer und so natürlich... In der MFU macht Hammer einfach, würde ich sagen, am meisten Spaß. Hammer ist natürlich auch richtig geil. Aber so Kurzschwert, finde ich, macht halt deswegen Bock, weil man ziemlich dynamisch damit ist. Und ich finde das auf jeden Fall geil. Hier war doch irgendwas mit... Hier. Blitzkäfer. Interessant. Hier diese Wurmbienenlarve, die brauche ich nie. Schon in MHFU nicht. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Oh, und das Mega-Käfernetz ist zerbrochen. Was soll's? Wir haben die drei einmaligen Pilze. Und das ist die rote Box, kommt jetzt? Ja, genau. So. Ach ja, genau. Das war schon die erste Quest. Die einmaligen Pilze sammeln. Mal schauen, schaffe ich es, einen Fisch zu fangen? Nein, schaffe ich nicht. Wetten, der beißt jetzt an? Jo, da kommt er, ich sehe ihn schon. So, was kriegen wir denn als Belohnung? Gar nichts. Das ist ja zu gütig von der Gilden. Doch. Bekommen wir sogar. So. 6160. Ja, da können wir, wenn wir mal farmen gehen würden, würden wir da schon einiges an Geld zusammenbekommen. Ach ja, da jetzt auch viele Fragen zu Livestreams gekommen sind, natürlich wird es Livestreams geben. Klaro. Nur wird es da ein bisschen noch verzögerter sein. Weil ich ja quasi mit der HD-PVR aufnehme. Und da ist alles ein bisschen verzögerter, aber das müsste schon hinhauen. So. Und jetzt gehen wir mal zu der Questfrau. Was? Ah, die Katze, die kann ja noch mit mir mitgehen, gell? Stimmt. Gute Arbeit beim Pilze sammeln. Wie fandest du die Gildenregeln? Sehr nervig. Ich weiß, ich weiß. Jäger auf der ganzen Welt mühen sich ab, strengen Anforderungen zu erfüllen. Und Monster und Regeln arbeiten gegen sie. Dieses langsam heranrückende Zeitlimit. Man bricht läppische dreimal zusammen und gilt schon als zu schwach. Grausam. Allerdings, die Leute bewundern Jäger gerade deswegen, weil die einfach mit allem fertig werden. Will dich nicht unter Druck setzen. Oh, sieh mal auf die Uhr. Es ist Viertel nach. Neue Quest. Viertel nach neue Quest? Ist das jetzt die neue Uhrzeit? Es ist halb neue Quest. Es ist neue Quest. Das ist dann quasi eine Stunde. Dieses Mal... Nee, doch. Diesmal haben wir hier einen ganzen Haufen Arbeit für dich. Fang an, womit du willst. Aber ich an deiner Stelle würde Jagja jagen. Aber nicht übermütig werden. Nimm Tränke, Wettsteine und Munition für die Armbrust mit. Hä? Du könntest auch zuerst die Monster in der Reihen machen. Ja, ist mir eigentlich egal.
Ich mache alles. Alle Quests sind auf der Weise besonders. Bereite dich gut darauf vor. Dann hast du keine Probleme mehr. Viel Glück. Dankeschön. So, was haben wir denn jetzt hier? 5 Jagier. Innereien. 2 Kälbehörner. 3 Goldfische. 8 rote Korallensteine. Ja. Ich glaube... Ach, 10 Minuten, komm, eine machen wir noch. Die 5 Jagier machen wir jetzt mal. Ups, nicht wieder den falschen Weg gehen. Ach ja, wenn ich jetzt hier schon so von Kurzschwert und so rede, könnte ich doch eigentlich gleich mal mitnehmen. Ich glaube, ich werde dann jetzt einfach mal mir als allererstes ein gutes Kurzschwert machen. Ich glaube, die Doppelklingen habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Die müssen wir ja, glaube ich, auch erst freischalten. So. Und da ich ja nicht möchte, dass ich jetzt nur so unnötige Quests pro ein Part mache, mache ich hier schon mal gleich 2 Quests. So, die Jagier sind... Ah, hier haben wir schon mal einen. Und schon mal perfekt gemacht. Bam, bam. Und tot ist der erste. Au. Kollege. Ah, ich glaube, die kann man sogar immer 2-mal ausweiden. Und ich glaube, die Rüstung bringt schnelles Ausweiden, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und da sind schon mal 3 andere. Bam. Und der zweite auch weg. Und der dritte auch weg. Ich Vollidiot. Kennt ihr, habt ihr auch noch diesen, diese, ich mach diese letzte Attacke irgendwie nie, weil ich aus MHFU gewohnt bin, dass man immer diesen Rückschlag macht am Ende. Ich weiß nicht, wie es zu euch geht. Oh, jetzt wollte ich ihn gerade ausweiten. Kollegen, lasst mich mal in Ruhe. Ein Jagier, glaube ich, muss ich noch erjagen. Jagier, erjagen, versteht ihr? Und Sackboy. Ach, war, Moment mal. Habe ich mich gerade... Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe gerade nicht seinen falschen Namen erwähnt. Nee, es muss schon Sackboy sein. Doch, das ist Sackboy, natürlich. Sackboy hat mich nämlich in einigen Parts davor darauf hingewiesen, dass der große Yagi Groß-Yagi heißt. Mhm, das war echt nett von ihm. Und ich finde den letzten Yagi ja nicht. Das ist doch auch unnötig. Den hätten sie jetzt doch dann nochmal spawnen lassen können. Da ist er! Ziel erreicht! Mann, war das schwer! Und da kommt eine Ratian und tötet mich. Wow, das war ja mal eine Ansage vom Yagi. Ich muss schon sagen. Eine Minute stand da. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen hier Stein abfarmen. Eisenerz, Eisenerz. Ich weiß noch, mit meinem Hauptchar, als ich immer ganz viel Machalit-Erz bekommen habe und der Muhammad Al-Fadi kein einziges Mal Machalit-Erz bekommen hat. Das war nervig für ihn. Und ich konnte mir dann schon Eisenkatana Anmut machen, alles mögliche. Aber ich glaube, ich werde jetzt ab dem nächsten Part schon mal mit Kurzschwert kämpfen. Damit ich mich schon mal einüben kann. Das sollte machbar sein. Natürlich muss ich mir ab und zu immer noch ein Langschwert machen, weil Langschwerter fetzen auch übel. Aber wie gesagt, Kurzschwerter werde ich mich darauf spezialisieren. Und SNS, das ist ja Kurzschwert. Ich meine hier, Doppelklingen und Bögen und ach, es wird schön. Hier Yagi-Zeugsalz und Honig, den kann man immer gebrauchen für die Megatränke. Eine Belohnung von 1000 Z und so langsam können wir uns schon ein bisschen was leisten. Ist auch nicht schlecht. Ja, speichern.
So, und damit wäre dann die nächste Quest auch erledigt. Farmhelfer, ja. Und die nächsten beiden Quests machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Bis dann.